Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Und wir sind unterwegs von Marktplatz in Julingen nach Kielfeld, alte Kaserne. Und wir haben uns vorgekämpft bis nach Krutenburg. Und jetzt wird es eigentlich weitergehen, wenn ich denn nicht den Motor abgewürgt hätte. Ja, wird es jetzt weitergehen zur nächsten Haltestelle. Die heißt, glaube ich, Jägerhof. Das ist diese, kann man schon sehen da, ne? Das ist hier dieses schönes Ausflugslokal. Aber erstmal muss ich die Karre wieder einschmeißen. Ich habe das Ding doch abgewürgt. Das passiert mir immer wieder hier. Ich weiß auch nicht. Ist mir doch früher nie passiert. Liegt vielleicht daran, dass du heute Schaltung fährst. Hi, yeah, yeah, yeah. Ja, Becky ist immer noch dabei. Die werde ich ja nicht mehr los, ne? Ja, ich wundere mich, wieso kriege ich die Karre nicht an, weil so ein blöder Gang noch drin sitzt. Hattest du doch auch schon mal. Ach, petzt doch immer. Wiederholungstäter. Geht nicht. Weißt du, ich weiß warum. Ich mach mal die Pause raus. Ist halt alles viel leichter. Du lenkst mich ab. Ganz ehrlich, ist ja furchtbar. So, haben wir die... Nee, die Leute wollen rein, ne? Immer noch oder haben die inzwischen Schnauze voll? Nein! Eine Fahrkarte, bitte. Du nervst, ne? So, 2,70. 3, 5, 10. Bitte sehr. Jo, das ist doch Standard. Das ist Murphys Gesetz. Kennt jeder. Wie sieht's denn mit der Zeit aus? 1,3 Minuten Verspätung macht nichts. So. Was steht eigentlich da vorne drauf? Da kann man mal nachgucken. Von hier aus ist es schwierig. Am besten guckt man das so. Wo? Da? Da habe ich nämlich so Schilder hingemacht. Julingen 5, Hackstadt 3, Kielfeld 5. Da ist Krutenburg. Ne, seht ihr nicht, ne? Da ist Krutenburg. So, Ampel immer noch rot. Ich habe mir übrigens aufgefallen beim Mapboard, da werde ich mal was ändern, wenn man jetzt, das ist dieses Ding da vorbei. Der Poller steht sehr nah an der Straße und ich glaube im Realen stehen die auch ein bisschen weiter weg, sodass man, wenn man die Kurve fährt, gerade mit Gelenkbus, gerne mal hier so die Fußgängerampel mitreißt. Und das ist ja dann ein Unfall und das ist immer ärgerlich. Das ist mir schon so oft passiert, ganz besonders auf Julingen, sodass ich wohl gucke, dass ich, siehst du die Ampelpfosten da, die stehen so nah da dran, dass das nicht ganz so oft passiert. Würde mich mal interessieren, wer von euch Julingen gefahren und hat schon so oft... Scheiße. Jetzt haben sie auch wieder gemeckert, warum auch immer. Und hat schon so oft die Ampel mitgerissen. Das würde mich interessieren, ob das auch anderen so häufig passiert. So. Jägerhof. Hier ist das Ausflugslokal Jägerhof. Den Jäger. Ne, den kann man nicht besichtigen, den kann man verzehren. Den gibt es nämlich Jägerschnitzel. Letztes Jahr gab es Zigeunerschnitzel. Deswegen haben wir jetzt nicht mehr so viel mit der Zigeunerplage hier. Jetzt kann man doch fragen, wie viele Gäste da sind, wie lange das hält. Ja, ja. Guten Tag. Ich glaube, wir gehen mal in den Wald und vielleicht treffen wir da jemanden. Dann gibt es demnächst Holzfällersteak. Ach ja. Da kommt jemand, der Spiegel ist hier auch so hoch. Da kann ich so gerade eben noch sehen. Berg anfahren. So. Krutenburger Gehölz. Krutenburger Gehölz. Ja, ich kann schön raten. Ah, da will auch wieder einer aus. Jetzt kommt der Berg. Von dieser Seite kommt man noch einigermaßen gut hoch. Von der anderen Seite ist das ein ganz schönes Gekämpfe. Rückwärtsgang? Ja. Oh, weia. So, da kommt uns die andere 219 entgegen. Ist ja also ungefähr Halbzeit hier so, ungefähr. Ja, hier geht er so ein bisschen in die Knie. Wir sehen schon ein bisschen Hackstadt. Ein bisschen Hackstadt. Ja, das habe ich absichtlich so gemacht. Ne? Nix hier durch, Anlauf. Und dann nur 30. Ja, ist das gemein? Nix hier Anlauf nehmen, hier ist eine Haltestelle. Aber die 30 Fahrgäste hast du ja. Hallo. Hallo. Ja. Eine Kurzstrecke bitte. Schön voll, Mann. Kind kurz, 1,20.
bitteschön. Ja, das ist wenigstens ein Fahrkartenverkaufsautomat, wo ich mich mit auskenne. Da ist auch das Ibis mit drin. Der andere war doch schön. Der andere war schön blöd. Nein, ich habe ja ein PDF, wo man das nachlesen kann. Aber wenn du das nicht nachgelesen hast, hast du keine Chance. Aber dafür die Pappnase. die Pappnase und die Eselsohren gleich dazu. So, vielleicht, Becky, kannst du mal aussteigen und schieben. Wir haben eine Minute Verspätung und kommen irgendwie nicht so richtig voran. Am Knick. Am Knick, das ist aber schon in Hackstadt. Ach, 30, meinst du, habe ich irgendwas mit einer Mütze? Obwohl, jetzt kommt eine Stelle, wenn wir jetzt den Berg hier runterfahren, da muss man echt aufpassen, da meckern die Leute gerne. Ja, da wollen sie wieder aussteigen, die latschen schon wieder im Bus rum. Nee, hier muss man auf der Bremse stehen. Die haben uns nicht gesehen, die trauen sich nicht. Die habe ich mal so zusammengeschissen, die sagen nichts mehr. Aber ich fand die guten Polizeifahrer. Ja, ja? Da jetzt meckern sie schon wieder so. Oh, die wollen gleich wieder alle aussteigen. Ich fahre doch ganz vorsichtig. Ja, Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Ich stehe aber auf Bremse. Und die schimpfen. Letztens bin ich hier aber runtergefahren, da haben die nicht geschimpft. Und ich bin eigentlich genauso gefahren wie jetzt. Ob das am Bus liegt? Ich weiß es nicht. Nee. So. Weiß ich nicht. Ah, der Bus hier, ich glaube hier, der, ich bin mir nicht ganz sicher, aber der ist ja der 407. Der ist ja relativ neu. Und, möglicherweise ist der ein bisschen, kann ja sein, ein bisschen schwierig, weil wir fahren hier gerne auch mal die Leute hinten drauf, ist mir aufgefallen. Das ist bei den anderen seltener, mein ich mal so. So, jetzt sind wir am Knick. So. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Jetzt wollte ich gerade einen Schluck aus meiner Teetasse nehmen, da will der Kerl dann eine Fahrkarte kaufen. Danke. Bitte. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Einen Fahrschein, bitte. Nein, ich darf nicht zur Teetasse greifen. Dankeschön. Jeder Dritte, der hier einen Fahrschein kaufen will, wird erschossen. Zwei waren schon da. Also. So, jetzt aber erstmal einen Schluck aus der Teetasse. So. Riesenweg. Wir fahren jetzt im schönen Hackstadt. Hackstadt ist nachempfunden eines Stadtteils in Kiel, nämlich Mettenhof, mit viele, viele hohe Häuser. Und alles relativ hässlich. Schon wieder einer gemault. Also ich kriege ganz schön Kloppe hier verbal, da muss ich aber sagen. Und der steht im Schild. So, kommt rein. Ist die Karre immer noch nicht voll, da steigen immer so viele aus. Guck mal, wie voll das Ding schon ist. Ach, was will er denn haben? Steht doch da irgendwo, ich hab's nicht gehört. Einen normalen Fahrschein. Damit wenigstens irgendeine Fahrkarte kaufen. Ja, da hast du sie doch. Ne? Damit wenigstens überhaupt irgendwas normal ist, oder? Dankeschön. Ja, bitte. Zeit. Gute halbe Minute Verspätung. Manfred bleibt draußen. Okay, dann ist die Karre voll. Dann wartet er auf den nächsten. Ich finde es gut, dass es gerade ihn erwischt hat. Ich kann auch nicht begründen, warum. So. Am gut gefällt. Am gut gefällt geht jetzt weiter. Eigentlich ist hier 30, aber ich habe keine Lust auf 30. Oh, schon wieder drückt einer Wagenheld. Das nervt, ne? Ping! Wenn der Bus voll ist, darf auch gerne mal jemand aussteigen. Ja. So.
Ja, kommt drauf an, wie Außenansicht. Wieso ist denn immer so eng? Wollen mal gucken, wie viele aussteigen, meinst du, ne? Hör wieder zu, ich hab verkehrten Knopf gedrückt. Ja, jetzt. Das waren nur zwei, ne? Deswegen sind auch nur zwei eingestiegen. So, mal gucken jetzt. Wollen die was kaufen? Keiner da. Wunderbar. Dann kann ich weiterfahren. Ach ja. So. Verenastraße. Als nächstes kommt Verenastraße. Jetzt habe ich letztens ein Let's Play geguckt von Leuten. Ich glaube, die kamen irgendwo aus Süddeutschland. Sind hier vorbeigefahren. Hatte auch jemand dabei, der sagt, ich bin hier irgendwo in so einer großen Firma. Nein, das ist keine Firma links. Das ist ein Schulkomplex. Sieht man gleich von der Jülinger Landstraße aus auch nochmal. Na, das soll ein Schulkomplex sein. Und hier das kleine Stück ist Kindergarten oder Grundschule. Erkennt man auch, wenn man hinguckt. Ja, das ist aber schon zu erkennen. Ja gut, ich meine, wenn man hier nur so vorbeirauscht. Na. Ja gut. Ich meine, es gibt auch Leute, die haben auf dem Auto hinten einen Aufkleber drauf und da steht drauf, eure Armut kotzt mich an. Ja? Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich da drauf komme. Oh, das ist böse. Das ist richtig böse. Aber ich glaube, so viel ich weiß, kann man noch keine Handgranaten kommentieren. Ne? Doch, doch, doch. Oh, da ist jetzt grün, grün. Tellermine aus Somalia. Aber die explodiert doch nicht, wenn ich die in den Kommentaren habe, oder? Aber man kann Daumen runterklicken, ne? Au, 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 au. Kann ich mit leben, glaube ich. Okay. Schönen guten Tag. Schönen Tag. Ein Fahrschein, bitte. Hm? Fahrschein Kind, 1,70. So, 2, 3, 5. Auf Wiedersehen. Einmal Kurzstrecke, bitte. Du willst eine Kurzstrecke, finde ich gut. Länger würde ich dich sowieso nicht mitnehmen. 1,70. 2, 3, 5. Okay. Auf Wiedersehen. Da hast du deinen Heiermann. Den haben sie doch dabei. Guck mal, wie viele wir hier lassen müssen. Ja, normalerweise fährt hier die 219 auch ein Gelenkbus. Und dafür ist er doch ausgelegt. Ich habe ja so ein bisschen eingestellt, wie viele Fahrgäste so immer sind überall. Und dann ist das eigentlich so für einen Gelenkbus ausgelegt. Ja. Julinger Landstraße. Oh, oh. Das war der erste Gang, das war laut. Julinger Landstraße. Ne, hier kann man jetzt sehen, links, ne, ist ein Schulgelände. Mit einem Schulhof und so. Kann man sehen. So, jetzt kommen wir gleich aus Hackstadt raus und dann sind wir auch schon in Kielfeld. Erstmal die Julinger Landstraße. Hier habe ich so die ersten, ja, gebe ich zu, so die ersten Versuche gemacht, mit Brücken zu arbeiten. Hier über die Brücke laufen sogar Fußgänger. Man sieht jetzt nun mal gerade keine, aber ist so. Dann kommt die Autobahnbrücke, der Autobahn, die man auch fahren kann. Da kann man auch tatsächlich rüberfahren. Und dann kommt noch so eine Eisenbahnbrücke. Das mit den Eisenbahnen habe ich noch nicht so richtig im Griff. Das will noch nicht so richtig funktionieren. Aber wird schon noch. Hallo. Du ganz alleine? Ja, dann drehe ich mich doch mal eben nach hinten um und sage, liebe Leute, lasst mir mal eine Ansage machen. Hier spricht Ihre Busfahrerin. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass ich heute ohne Aufsicht unterwegs bin. Okay, so, weiter. Ich kann in dem blöden Spiegel nichts sehen. Das ist zum Verrücktwerden. So, jetzt aber. Was haben die denn zu meckern auf einmal? Nee, aber ich weiß nicht, warum die meckern ja, wenn irgendwas ist, wenn ich irgendwo gegenfahre oder so und da war nichts und trotzdem haben die es gemeckert. Ist mir ein bisschen suspekt. Na, weiß ich nicht. So, Brinkmannstraße. Brinkmannstraße ist schon Kielfeld-Zentrum. Noch mit dem Kuppel, ne? Und da kommt Ortseingangsschild Kielfeld. So. Das ist krass.
gerade grün. Was sagt die Zeit eigentlich? Oh, halbe Minute Verfrühung sogar. Dann sind die Ampeln natürlich grün, aber weh, du hast 5 Minuten Verspätung, dann ist alles rot. Dich möchte ich mal sehen. Ich habe eine Idee. In der nächsten Folge fährt die Becky mal und ich sitze daneben und gebe lustige Kommentare ab. Das wäre mal was. Da würde ich was für geben. Aber das macht sie nicht, weil sie das nämlich nicht kann. Weil sie jetzt schon weiß, dass sie kläglich scheitern würde. Stimmt's oder gib's zu? Geschwindigkeitsübertretung ist hier gar nicht wichtig. Guck mal, wie viele Leute, das mache ich jetzt in Außensicht, das ist nämlich ganz interessant, wie viele Leute da stehen. Der Bus ist voll. Ja? Aber es steigen hier in der Regel natürlich auch massenhaft Leute aus. Ja, die können das. Und da bleiben trotzdem noch 4 über. Die warten halt auf den nächsten. So. Was ich ja gemacht habe hier gerade hier in Kielfeld, ich habe einige Leute, die mir bekannt sind, namentlich in den Namen von Straßen und oder in den Namen von Haltestellen erwähnt. Ja? Zum Beispiel gibt es hier eine Straße, die heißt irgendwie Nimeri-Allee oder so. Ja, das ist die Nicole Melanie Richter. Ich glaube, das ist die hier schon, oder? Ist das die oder die nächste? Müssen wir auf die, jetzt wird natürlich grün. Da ist, glaube ich, auch nochmal so ein Straßenschild. Mal gucken, ob man das sehen kann. Da, genau. Kann man das lesen? Ja. Nimeridamm. Ja, genau. So, da, Kurve, das habe ich auch gerade überlegt. Hoffentlich steht da keiner. Ja, wenn die jetzt nicht so dicht hinter mir fahren. Oh, ja, ich habe den prompt erwischt da hinten. Ist ja unglaublich. Ja, weil der sofort dicht mitkommt. Ja, ich habe meinen Führerschein gewonnen und du gewinnst gleich einen Flug nach draußen. Sind wir heute wieder Michael Schumacher? Ja, der sehe ich etwa so aus? Habe ich ein großes Kinn? So. Ja. Gut. Aber das Kinn war gewaltig von der. ja, rot. Ja, und genau, und als nächstes habe ich dann, müsst ihr dir auch was sagen, Albrechthaus. Ja, natürlich. Natürlich, wenn wir jetzt hier rechts abbiegen würden, dann kämen wir an eine Haltestelle, die heißt Justin Linke Chaussee. Und der Justin Linke ist ein Omsi-Fan und jemand, der mir auch schon sehr viel geholfen hat hier bei der Einrichtung von dem Programm. Und deswegen habe ich den da auch mit eingebaut, die Justin Linke Chaussee. So, ja, dann haben wir es auch bald. Machen wir erstmal jetzt Albrechthaus, habe ich noch gar nicht gedrückt. So, jetzt Albrechthaus. Albrechthaus, genau. Das ist dieses riesige Haus, das habe ich gemacht, indem ich 3 Häuser übereinander gestapelt habe. Hier dieses Gelbe auf der rechten Seite. Da ist ein ganz normales Omsi-Standardhaus. Und dann denke ich mir, ach, da staple ich dann mal 3 von auseinander. Ich kann es mal zeigen von außen. Ja, ist also schon das Albrechthaus, ne? Ach so, da kann ich noch was zeigen. Habe ich, glaube ich, noch nie erwähnt. Ich mache mal eben die aus. So viel Zeit muss sein. Wenn man jetzt mal hier hinguckt. Hier ist so ein kleiner Durchgang zu der anderen Straße, zur Krummbogen hin. Und jetzt ist hier ein Schild. Diese Gasse heißt Hippegasse. Und die Hippegasse gibt es auch tatsächlich in Oberhausen-Holden. Die verbindet die Elisenstraße mit der Wasserstraße. Ja, das sind alles Informationen, die ihr unbedingt dringend zwingend haben müsst. Ja. Das Schöne ist, ich kann sie euch aufzwingen, ihr könnt nichts dagegen tun. So, weiter geht's. Ach ja, ich habe da halt, wenn ich mir so, ich habe viele Namen einfach frei erfunden, aber manchmal war ich inspiriert von eben Gegebenheiten aus meiner Kindheit oder von Leuten. Die nächste Haltestelle heißt Navigstraße. Genau, das ist die Navigstraße und die Navigstraße gibt's auch. Die Navigstraße gibt es hier in Kiel und wir haben eine Buslinie, die Linie 31, die fährt auch zur Navigstraße, da hat sie Endstation und so steht das auch drin. Ich kann irgendwie hupen, aber ich weiß jetzt nicht wie. Rot! Ja, der hat so lange gewartet, bis du rot hast. Moment, ich habe 2 Minuten Verspätung. Ah, warte, hast du mal ein Gewehr oder eine Handgranate bei Schmeiß irgendwas? Na, dann kann ich wenigstens in Ruhe einen Schluck aus meiner Teetasse nehmen. Tatsächlich, das geht.
Jetzt haben wir schon 20 Minuten voll, sehe ich gerade. Aber wir sind ja bald da. Es sind ja noch eins, zwei, insgesamt drei Haltestellen. Ja. Ja, das kommt vor, ne? Stadttheater, das stand, glaube ich, aus Neuendorf. Und Neuendorf ist ja beim Stadtbus dabei gewesen. Gebäude wie dieses und so einige Dinge wie diese sind übrigens schuld daran, dass, wenn man meine Map fahren will, neben der Standard-Omsi-Map auch Neuendorf, also den Stadtbus haben muss. Die anderen braucht man nicht, aber Stadtbus ist leider notwendig. So. Wieso ist der Gang nicht drin? Ah, jetzt ist er drin. Ich werde gerade fürchterlich ausgeschimpft. Ich kann dich nicht hören. Wenn was? Ja, irgendwie macht das Schwierigkeiten. Das startet auch nicht richtig. Du kannst es echt nicht spielen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Symptome sind, aber die sind auf jeden Fall vernichtend. Hallo, die andere 219. Schon wieder eine halbe Stunde rum. So, hier ist Narvikstraße und jeder, der jetzt gemeckert hat, bitte aussteigen. Oh Scheiße, dann steigen echt alle aus. So. Doch, die haben sich sofort aufgelöst. Die haben so viel Angst. Ja, das ist das nämlich. Und wenn ich dann anfange, dann passiert das schon mal dann knack und dann bist du wieder doof, weißt du? Und schuld ist ja immer der Bus, ne? Mir jetzt auch egal. Ich versuche jetzt vorsichtig. Ja, klappt doch. So. Und schon wollen sie wieder aussteigen. Vielleicht war die Tür nicht richtig auffinden? Ich weiß es nicht. So. Nervenklinik. Nervenklinik, ja, da ist was dran. Das könnte ich jetzt wirklich gebrauchen. Ich habe tatsächlich hier für die Nervenklinik die Gebäude genommen von der originalen Spandau-Map, wo eben die Nervenklinik auch ist. Das ist tatsächlich die Nervenklinik hier aus der Spandau-Map. Hier auf der linken Seite steht die. So. Nee, das ist die Nervenklinik. Da habe ich ja versucht, die so wirken zu lassen, dass diese Zäune drumherum, Türen aufmachen, ja, so ein bisschen so aussehen, dass da nicht alle ganz freiwillig verbleiben. Einmal ne? Kurzstrecke, bitte. Jetzt will er noch eine Kurzstrecke kaufen. Nee, 1,70. So, 2, 3, 5, 10. Einen normalen Fahrschein, bitte. Normalen, bitteschön. So. Warte, gucken wir mal schnell. Nee, nehmen wir den für. Da, Nervenklinik macht er noch ein bisschen. So, wenn wir das schon machen, machen wir das richtig. Ist jetzt auch egal. Da, Nervenklinik Spandau, ne? Ja. Jetzt habe ich die Nervenklinik schön eingezäunt, richtig fett. Und da sind auch ganz viele Laternen. Das kann man jetzt nicht so gut sehen. Im Dunkeln sieht man das besser. Ganz viele Laternen, sodass man den Eindruck haben könnte, die Leute, die hier in der Nervenklinik sind, sind nicht unbedingt so ganz freiwillig hier. Ja, also richtig zu und ein Park hier. Aber kein Wachturm. Ja, ich wollte nicht übertreiben. Es ist ja kein Knast, ne? Aber es könnte durchaus gewisse Parallelen geben hier mit dem Innenhof. Ja, naja gut, ich fahre weiter. Wie sieht's denn aus? 3,6 Minuten Verspätung. Aber wir sind durch. Die nächste Haltestelle ist nämlich die Endstation. Wollen wir mal weiterschalten. So, alte Kaserne als nächstes. Und da haben wir es dann endlich geschafft, aber nur wenn der Gang auch drin ist. So. Ja, und wenn man jetzt gleich an der nächsten Ampel nicht abbiegt, sondern geradeaus weiterfährt, dann kommt man zur Autobahnauffahrt, da könnte man nach Grofen fahren. Aber liebe Omsi-Rumspieler, ja, die das noch nicht wissen, seid gewarnt, wenn ihr hier auf die Autobahn Richtung Grofen fährt, bis zum Grofener Strand, seid ihr ganz bequem auch bei schnellem Fahren eine halbe Stunde unterwegs. Und zwar eine echte halbe Stunde. Und die wird noch länger. Hm. Ja, da kommt noch was. Hm. So, jetzt wollen sie alle raus, ne? Stehen sie womöglich schon alle an der Tür? War noch nicht alle. Ja, ist auch die letzte Ampel jetzt hier. Ach. Ich hätte aber schlecht. Jetzt.
Boah, fährt der Scheiße. Die sind schon wieder am Meckern. Boah, fährt der Scheiße, wird bitte schlecht. Und ich weiß gar nicht, was ist das. Muss an den Bus liegen. Mit dem anderen ging das eigentlich besser. Nee. Sonst sehe ich das ja, wenn ich in den Spiegel, ob ich irgendwas mitnehme oder irgendwie. Ne, aber da ist nichts. Ja. Angeblich ein Unfall. Da ist mir einer wahrscheinlich hinten drauf gefahren. Naja. So, alte Kaserne. Das sieht schon so kasernig aus da, ne? Ja, ist mir das gelungen. Ich wollte so einen Kasernenflair auch hinkriegen. Ist so, ne? Aber die alte Kaserne, das soll jetzt, ist so gemeint, das kann ich ruhig mal sagen. Also dieser Bereich hinter der Mauer, ich fahre jetzt einfach mal blind hier rum. Jetzt hat sie tatsächlich sich rübergebeugt und wollte gucken, ob da ein Auto kommt. Das finde ich gut. Die eine Seite hier rechts ist, soll wirklich noch Kaserne sein. Da sieht man auch gleich noch eine Einfahrt mit Schranke. Und die linke Seite hier ist eben umgebaut, quasi zivilisiert, wo man jetzt diese Pavillons halt einkaufen kann. Und eben die Kasernengebäude sind dann zweckentfremdet worden. Genau wie da hinten diese kleinen Läden, ne, die wir hier sehen. So, der fährt hier rein, aber ich bin schneller. Ich rase jetzt hier um die Kurve. Nee, meckert keiner, ist das komische. 2,5 Minuten Verspätung ist völlig okay. Hurra, geschafft. Wir sind schon da. Dann gucken wir uns jetzt mal das Zeugnis an. Was wir jetzt kriegen. Außenansicht, ja, glaube ich, hier ist das Zeugnis. Ne? Alles gut, ne? Wunderbar. Außenansicht kannst du haben. Jetzt kommt der ganze Haufen da rausgeströmt. Nein, das ist eine Völkerwanderung. Das gefällt dir, wa? Ich finde das besonders irre immer bei diesen, wenn die alle an der Tür stehen. Die stehen quasi ineinander geschachtelt, ja? Und der ganze Bus ist leer. Sieht so aus, würden nur 3 Leute an der Tür stehen. Dann laufen die alle aus sich heraus. Das finde ich immer ganz besonders toll an der ganzen Geschichte. Ja, und jetzt zum Schluss, bevor ich hier das ganze Ding beende, mache ich noch was. Die Map hat sich hier schon verändert. Wenn man sieht, guck mal da, die Straßen gab es alle noch gar nicht vor 2 Tagen hier. Ich habe hier also schon fleißigst gearbeitet. Da sind Häuser, das war nur eine ganz nackte Straße. Und hier habe ich einen Geheimweg gemacht. Moment, dann ist da noch eine Ampel. Wo ist die Ampel? Hör mal zurück. Nochmal zurück. Ah, nun mach. Hier ist eine ganz neue Ampelkreuzung hingekommen. Ja, hier, ne, die war auch noch nicht da. Und dann habe ich hier hinten noch was gemacht. Ja, das ist hier so eine Abfahrstrecke. Da fährt man hier quasi aus dem sichtbaren Bereich raus. Da teste ich. Ja, ich musste mir auch Straßen und Kreuzungen suchen, die hier auf Landstraße passen. Das habe ich da gemacht. Da kann man aber gucken fahren. Das lasse ich stehen. Jeder, der mein Testzeug gucken will, der kann einfach hier rausfahren. Auch nett. Ja, ja. Und dann habe ich hier so ein bisschen weitergebaut. Schon man sieht, hier habe ich mal noch eine Kreuzung hingefummelt. Und das Schöne an dieser Kreuzung ist hier, die Verkehrszeichen stehen und ich habe hier die Verkehrsregeln gemacht, das funktioniert auch. Ja? Also die fahren hier richtig. Die haben Vorfahrt und die warten. Das war bei mir manchmal noch ein bisschen schwierig. Naja, auf jeden Fall geht das hier weiter erstmal bis nach Derneburg. Bis jetzt ist es noch nicht so weit, aber es geht hier noch ein ganzes Stück. Das wird jetzt zu weit in die Weite führen. Wir haben jetzt eine unheimlich lange Folge gemacht, ist ja nicht schlimm. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und morgen weiß ich noch nicht, übermorgen weiß ich noch nicht, wie es dann weitergeht. Ich lasse mir was einfallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und dann bis bye bye und tschüssi. Tschüss.